jede Menge Pizza, Pommes und Co. In der Mittagspause gönnen sich viele gerne Fastfood. Zeitsparen ist dabei das grundlegende Argument. Wir haben uns zu diesem Thema einmal in einem Lebensmittelgeschäft in der Region umgehört. Also ich merke halt schon, dass sehr stark auch der Trend zu Fastfood-Ketten oder einer Fertigpizza ist. Aber wenn man sich die Pizza mal ganz genau anschaut, braucht sie manchmal teilweise 20 bis 25 Minuten. Und man kann doch so viele schnelle und einfache Gerichte in so kurzer Zeit zubereiten. Doch welche Gerichte sind gesund und innerhalb kürzester Zeit zubereitet? Maren Wahl weiß, es sind einige und hat sich zwei ganz besondere rausgesucht. Also habe ich mir eine Gyrospita rausgesucht mit frischen Zutaten, mit Salat, mit Zwiebeln, mit Tzatziki. Frisches Fleisch bekommen Sie auch schon fertig gewürzt bei uns in der Metzgerei. Und das andere wäre ein selber gemachter Wrap. Die Fladen bekommen Sie auch bei uns im Markt. Man kann es individuell mit Lachs, aber auch mit einem Schinken zubereiten, mit einer Avocado-Creme vielleicht drunter streichen und auch viel Gemüse mit rein. Und das geht ganz einfach. Man nimmt den Wrap-Fladen und bestreicht ihn mit der Avocado-Creme. Dann kommt der Lachs darauf und das Gemüse wird klein geschnitten. Ob Salat, Paprika, Radieschen oder Tomaten, alles, was das Herz begehrt. Das Ganze ist innerhalb von 10 Minuten fertig. Wer kein Fleisch oder Fisch mag, kann das auch einfach weglassen. Doch für Vegetarier haben wir noch einen ganz besonderen Vorschlag. Das ist ein überbackener Ziegenkäse. Dazu nehme ich einen französischen Picandu. Dann kommen Baumsherry-Tomaten dazu, die werden halbiert. Ich habe eingelegte Artischocken in Öl ausgesucht und entsteinte schwarze Oliven. Alles zusammen kommt in eine Auflaufform und die Ziegenkäse werden dann mit Honig bestrichen. Braucht ungefähr 15 Minuten im Backofen auf 180 Grad, sodass der Ziegenkäse so eine leicht goldbraune Kruste hat. Und dazu würde ich dann Roggen-Vollkornbrot empfehlen. Besonders bei allen drei Rezepten ist, dass das sogenannte Mischteller-Prinzip eingehalten wird. Denn die Hälfte des Tellers sollte mit Obst und Gemüse gefüllt sein, ein Viertel mit Kohlenhydraten und das verbleibende Viertel mit Eiweiß. Die Devise lautet dabei immer, je bunter, desto besser. Falls Sie nun auch leckere, schnelle Gerichte für die Mittagsküche suchen, mehr Infos dazu gibt es unter der eingeblendeten Adresse oder in Ihrem Lebensmittelfachgeschäft. Berater oder Beraterin vom Ernährungsservice erkennen Sie an diesem Button.